Hallo, hallo Leute, willkommen zu einem Video. Jetzt ist endlich Sommer und ich habe mir ein paar Must-Haves für euch rausgesucht. Ein paar Produkte, die ich gerne mag für den Sommer, die ich auch schon letztes Jahr benutzt habe und ich einfach auch richtig praktisch finde für diesen Sommer. Da wollte ich euch die mal zeigen, weil vielleicht jetzt kann man sich noch ein paar Sachen bestellen. Viele sind auch von Amazon und so, dann könnt ihr nochmal gucken, ob ihr alles habt für den Sommer. Und dann zeige ich einfach mal meine Favorites. Aber ihr könnt erst meinen Kanal abonnieren. Worauf wartet ihr? Das ist kostenlos. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unten meinen Kanal abonniert. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Teil hier. Das ist auch das Coolste, glaube ich. Das ist so eine Beauty-Blender-Waschmaschine. Weil ich finde, vor allem im Sommer, muss man mal so eine Beauty-Blender waschen. Also man kann die ja noch einfach schnell in die Sonne legen zum Trocknen. Weil, guck mal, wie eklig der schon wieder aussieht. Jetzt habe ich ja dieses schöne kleine Ding. Das ist eine Beauty-Blender-Waschmaschine. Da innen drin ist so ein Einsatz, wo man den Beauty-Blender reinstecken kann. Könnt ihr das in dieses kleine Körbchen tun und dann packt ihr das hier in diese Waschmaschine rein. Über diesen Schlauch kommt dann da Wasser rein. Dann könnt ihr hier drauf drücken und dann spinnt sich dieser Beauty-Blender richtig schnell da drin. Und ich muss jetzt natürlich auch noch Batterien reintun und Wasser dran machen. Aber dann habt ihr so eine Mini-Waschmaschine und könnt ihr einfach mal schnell da reinstecken. Und dann ist der wieder schön sauber. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit Beauty. Das habe ich alles hier in meine Breezy Bay Tasche reingemacht. Die kann ich euch auch voll gut empfehlen, vor allem zum Reisen im Sommer. Also die gibt es in ganz verschiedenen Größen. Das ist jetzt die größere Größe. Das habe ich auch noch in klein. Und von innen ist es auch noch voll schön. Also die gibt es zum Beispiel auch noch in so einem grünen Muster. Das ist die hier. Das ist immer die kleine Größe. Aber ich finde die hier auch sehr gut so als Waschbag, wenn ihr irgendwo hinfahrt. Verlinke es mal unten in der Infobox. Ich würde sagen, machen wir direkt weiter mit meinem liebsten Make-up-Produkt für den Sommer. Also ich hasse ja so richtiges Make-up im Sommer. Man geht ins Wasser, es ist richtig verschmiert, dann kommt man raus, ist so, Deshalb habe ich diesen Beauty Stick von Anastasia Beverly Hills. Das ist ein Skin Tint, also es ist kein richtiges Make-up. Da könnt ihr einfach hier so drüber gehen und dann wird das so richtig schön matt und das könnt ihr dann so verreiben und das blendet sich dann so in die Haut rein. Ja, ist super praktisch, weil das kann man überall auch einfach auftragen und damit hinnehmen, wenn das so zum Rausdrehen ist. Next habe ich dieses 2-in-1 Trocken-Shampoo und Volumenpuder. So ein Trocken-Shampoo, das macht trotzdem Volumen und das muss man nicht da reinsprühen. Das ist wie so ein Puder. Ich mache auch, wenn ich mein Heatless Curls mache, mache ich das auch immer hinten und vorne einmal drauf. Oder ihr könnt es auch einfach über Nacht einwirken lassen und dann bekommen eure Haare viel mehr Volumen. Ja, eh der größte Trocken-Shampoo-Fan. Ist auch schön klein zum Verreisen, weil meistens sind diese großen Flaschen zu groß und die darf man dann nicht mitnehmen. Next up ist mein Lieblings-Moisturizer. Das ist so ein super Moisturizer mit Niacinamid drin. Und das ist von Byoma. Und ich mache immer viel Feuchtigkeit im Sommer drauf, weil sonst produziert meine Haut immer mehr Öl, weil ich habe so ölige Haut und wenn da keine Feuchtigkeit drauf ist, denkt sie sich auch so, Die habe ich bei Sephora geholt und die kann man bestimmt auch online bestellen. Dann das hier. Das ist von Aveen. Das ist so ein Thermalwasser. Das habe ich auch noch in so einer großen Flasche, aber das hier ist super zum Reisen. Groß und klein. Und ich sprühe mir das immer im Sommer so oft in mein Gesicht rein, weil das durchfeuchtet dann so richtig schön die Haut. Und es ist voll erfrischend, wie man das so in sein Gesicht macht im Sommer. Ist auch super, wenn ihr ölige Haut habt, dann könnt ihr die Haut immer so mit Feuchtigkeit versorgen. Ich habe es immer in meiner Tasche auch mit und dann sprühe ich mir einfach immer drauf. Und dann ist meine Haut schön durchfeuchtet. Und das benutze ich dann meistens zu Hause, weil das ist auch zu groß, um zu reisen. Dann habe ich noch die Isana Augenpads Hydro Booster. Und das sind echt die besten Augenpads, die ich je hatte. Manchmal lege ich mir so Augenpads in den Kühltrank rein. Und dann mache ich die drauf und dann kühlt das so richtig schön. Und dann fühlt man sich viel frischer. Und ich finde so, irgendwie poppen da meine Augen mehr, wenn ich diese Augenpads drauf mache. Dann noch diese Glow Drops von Fenty Beauty. Es gibt ja auch die von Drunk Elephant, aber die hier sind genauso gut. Das sind einfach so Glow Drops. Also auch wieder, wenn man jetzt keine Foundation drauf machen will, aber so ein bisschen mehr bronzed aussehen will, dann kann man diese Bronzy Drops da drauf machen. Ich habe Shade Bronze Jasper 04. Dann das hier, das ist mein Bene Tint von Benefit. Und das ist so 2-in-1, das kann man einmal als Blush benutzen und einmal auf die Lippen. Das ist wie so ein Stain. Weil ich finde, wenn man so Blush drauf macht oder so, es geht so schnell ab im Sommer, aber das ist halt dann wirklich so wie so Farbe, wie so ein Stain für eure Haut. Das fällt dann viel länger drauf und das sieht dann aus, weil ihr einfach so Sunkissen, dann könnt ihr es auch auf eure Lippen drauf machen. Das hält auch viel länger, als wenn ihr jetzt irgendwie Lipgloss im Sommer drauf macht. Und es riecht voll gut, das riecht so nach Rose. Dann habe ich noch, falls ihr nicht braun werdet, so wie ich, im Gesicht im Sommer, diese Bronzing Face Drops von Coco und Eve. Und die kann man einfach ein bisschen in die Feuchtigkeitscreme reinmischen. Dann macht man sie in sein Gesicht. Ich mache es auch meistens morgens. Und dann ist man richtig schön bronzed über den Tag über. Oder ihr macht das abends rein, wenn ihr abends eure Skincare-Routine macht. Ja, das ist echt mein Holy Grail für meinen Selbstbräuner im Sommer. Jetzt kommen wir schon zur Sonne. Da habe ich einmal meine Lieblingssonnencreme fürs Gesicht. Wenn ich mir so Sonnencreme ins Gesicht mache mit meiner öligen Haut, dann glänze ich den ganzen Tag wie so eine Specksparte.
sehen nicht schön aus. Deshalb benutze ich mir diese matte Sonnencreme von Supergoop. Ich weiß, der Preis ist echt Horror, also den Preis darf man echt nicht gucken. Ihr seht, die ist so ein bisschen getönt, aber das fühlt sich an, als würde man Puder drauf machen. Also es fühlt sich gar nicht an, als würde man so Sonnencreme drauf machen, sondern die Haut wird so richtig weich davon. Fühlt sich an wie Babypuder. Also ihr seht, ich glänze gar nicht, oder man sieht auch keinen so einen weißen Film, wie es bei manchen Sonnencremes ist. Und man kommt noch echt sehr lange damit aus. Also ich habe die jetzt schon was länger, den ganzen Sommer. Und da ist noch echt viel drin. Das ist eine absolute Empfehlung von mir, falls ihr nach einer guten Sonnencreme sucht, wird man nicht glänzt, weil das ist bei der echt nicht. Danach das hier, das benutze ich immer als After Sun. Das ist von Nivea, eine Body Lotion. Und die hat so ein ganz, ganz kleines bisschen Selbstbräuner drin. Also ich mache meistens drauf, wenn meine Bräune länger hält. Also jetzt nicht so krasser Selbstbräuner, aber wenn ich aus der Sonne gekommen bin, dann mache ich das nach dem Duschen drauf. Und man bekommt damit auch keine Streifen oder so. Aber es ist halt einfach so eine schöne Bräune. Und falls ihr doch mal Sonnenbrand habt, holt euch Aloe Vera Gel. Ihr seht, meins ist auch schon fast leer. Das ist von La Cura, aber es gibt es bestimmt noch für ganz vielen anderen Marken in Deutschland. Vielleicht jetzt mal was in den Strand. Da habe ich erstmal Schmuck. Da habe ich mir bei Amazon einfach so Bauchketten bestellt. Weil ich finde, das sieht voll cool aus. Da kann man das unter dem Bikini so anziehen, auch wenn man so Bilder damit macht. Ganz verschiedene. Ich habe auch noch so welche mit Glitzersteinchen. Und die finde ich sehr cool. Und dann habe ich noch Breezy Bay. Meine Schmuckmarke, die habe ich auch immer an. Also ihr seht, ich habe auch hier mein Fußkettchen an, meine Ketten. Und das Gute ist, man kann das immer anlassen im Meerwasser oder wenn ihr duschen geht. Weil es ist voll nervig, wenn man Schmuck erst wieder an- und ausziehen muss, wenn man irgendwo am Strand ist. Oder wenn man schwitzt im Sommer, dann verfärbt sich da auch gar nichts. Also es ist auch hier so eine schöne Perlenkette, die wollte ich schon mal zeigen für den Sommer. Ich liebe Perlen im Sommer, sieht auch voll schön aus für den Strand. Ja, schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da packe ich euch den Link zu Breezy Bay rein. Wir haben auch Ohrringe, Ringe, alles mögliche. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, mein Lieblingsschmuck für den Sommer. Dann habe ich mir noch diese Haarspangen geholt. Das sind diese schönen Blumenhaarspangen. Ich finde es doch voll schön, dass man das irgendwie dann so an den Bikini-Träger dran macht. Oder an so eine Strandtasche. Oder halt, wenn ihr so einen Dutt macht, so einen Claw-Clip. Gibt es in ganz verschiedenen Farben und hier die Blumen sehen halt voll schön aus. Ich habe hier immer ein Orange, Gelb, was haben wir noch? Lila, auch schön. Blau und dieses Peach hier. Weiteres Beach Must Have natürlich auch so eine Strandtasche. Die hier fand ich jetzt voll schön, weil das so gestrickt war. Die ist von Pull & Bear. Und ich kann euch mal zeigen, wie ich das meine. Einfach hier so eine Haarspange an diesen Träger dran machen. Ich finde das voll das schöne Accessoire. Ich mache es auch voll oft hier an meine Bikinihose oder meinen Bikini-Träger dran. Die habe ich einfach bei Amazon bestellt. Ich glaube, jetzt machen wir mal Travel. Da habe ich einmal dieses coole Gadget für eure AirPods. Weil ich glaube, ihr kennt das alle, wenn man im Flugzeug ist und die AirPods reintut, dann fallen die so oft runter, wenn man sich irgendwo anlehnt, dann fallen die aus meinem Ohr raus und dann muss mir der aus der hintersten Reihe meinen AirPod wieder suchen. Es waren direkt 4 Stück. Ich brauche zwar nur eins, ich weiß nicht, warum das 4 verschiedene Farben waren. Aber das ist wie so ein Kabel für eure AirPods. Da hat man halt hier so 2 Dinger, wo man die AirPods reinstecken kann. Dann steckt ihr die da einfach so durch. Ihr könnt sie einfach so umhängen und dann macht man da seine AirPods rein. Und wenn die dann rausfallen, dann sind die halt noch an diesem Kabel dran. Und müsst ihr nicht im ganzen Flugzeug suchen, wenn die runterfallen. Dann habe ich noch mein absolutes Lieblingsteil. Diese elektrische Pumpe. Das ist so cool, wenn ihr am Strand seid. Da habt ihr diese Pumpe und dann könnt ihr euer Poolfloat hier einfach aufpumpen. Elektrisch! Da sind auch verschiedene Adapter bei, verschiedene Aufsätze halt für eure Poolfloaties. Und das könnt ihr halt einfach immer in eure Strandtasche stecken. Ihr habt das immer dabei. Und die anderen Leute am Strand werden neidisch auf euch sein. Next, eine kleine Kofferwaage. Könnt ihr einfach hier diesen Dings an euren Henkel machen und dann könnt ihr es so hochheben. Weil ich habe mich sonst irgendwann im Koffer auf die Waage gestellt. Da musste ich aber noch mein Gewicht davon abziehen und das war voll anstrengend. Könnt ihr einfach mal in euren Koffer stecken, dann könnt ihr sehen, ob euer Koffer zu schwer ist. Und dann habe ich noch das hier. Das ist auch perfekt für den Strand. Das ist eine Unterwasser-Handyhülle. Und die kann man so aufpumpen, also aufblasen hier. Und dann schwimmt die auf dem Wasser. Weil ich habe sonst immer so Angst, wenn ich Unterwasser-Videos mache, dass mein Handy untergeht. Aber das schwimmt dann hier. Seht ihr, das ist dann hier so richtig fest aufgeblasen. Und es hat sogar einen guten Touchscreen. Also ihr könnt dann auch darauf rumtippen. Weil es war so ein Struggle, wenn ich Videos unter Wasser aufgenommen habe, hier auf diesem Bildschirm noch zu tippen. Und dann habe ich hier noch so eine Schippe bei. Könnt ihr euch umhängen, euer Handy noch. Aber das fand ich echt cool, dass es jetzt endlich mal auf dem Wasser so floatet. Und Leute, glaubt mir, ich habe echt schon viele Unterwasser-Handyhüllen ausprobiert und das war bis jetzt die beste. Dann noch das. Das ist wirklich mein Lifesaver, weil ich bin so jemand, ich habe nie mein Handy aufgeladen. Und das ist so ein MagSafe, eine MagSafe Powerbank. Und das könnt ihr so an euer Handy einfach dran klipsen. Und dann hält das. Ist bei Amazon und dann könnt ihr das hier anmachen. Und dann lädt das euer Handy so einfach da dran. Dann müsst ihr nicht mehr noch ein Kabel mitschleppen. Das fand ich echt cool. Aber da ist auch ein Kabel bei, also könnt ihr mir natürlich auch noch andere Geräte laden. Und jetzt haben wir noch das hier. Das ist perfekt für den Urlaub. Das ist so ein Mückenschutzarmband. Das haben wir gerade nochmal neu gekauft. Ich mache es meistens an den Fuß und dann hält es halt die Mücken ab. Und weil hier oben merke ich, wenn da irgendeine Mücke ist.
Aber hier unten an den Beinen, da stechen die mich immer so oft und das ist dann auch voll scheiße. Könnt ihr aber auch an euer Handgelenk machen. Und das Gute ist, es ist ohne Chemie, also mit natürlichen Inhaltsstoffen. Weil manche von diesen Armbändern haben immer so viele Chemikalien da drin, das will ich nicht. Deshalb fand ich das so gut, dass mal alles natural ist. Und jetzt habe ich noch das hier. Ist auch für die Schule cool. Das ist so eine Box, habe ich bei Amazon gekauft. Da könnt ihr hier unten zum Beispiel Nudeln reinmachen. Ist auch direkt eine Gabel bei, also eine Gabel und Löffel 2 in 1. Da habt ihr hier oben, könnt ihr zum Beispiel die Soße reinmachen und hier den Parmesan oder ihr macht da irgendwie Müsli rein, Milch und noch irgendwie Granola-Topping-Salat. Das finde ich echt cool. Da hat man so ein 3 in 1 Ding direkt mit einer Gabel dabei. Könnt ihr so rumlaufen in der Schule. Das habe ich gerade noch gefunden. Das hat eigentlich noch mit so einem Beauty. Das ist nämlich so ein kleines Ding, da könnt ihr euer Parfüm drin abfüllen. Habt ihr so einen kleinen Parfümspender, den ihr halt mit hinnehmen könnt, an eure Tasche packen könnt und auch mit reisen könnt, wenn euer Parfüm zu viel Milliliter hat. Und dann müsst ihr nicht euer ganzes Fläschchen mitnehmen. Allerdings passt wirklich in jede Tasche rein. Und jetzt noch mein absoluter Lieblingsbecher für den Sommer. Also das ist mein Stanley Cup. Und ich weiß, viele Leute hassen Stanley Cups. Ich weiß nicht warum, weil das sind wirklich die geilsten Becher. Da passt so viel rein. Man kann es hier ins Auto perfekt stellen. Und wirklich, wenn wir irgendwie in die Stadt gehen, das ganze Auto in der Sonne steht und so heiß wird tagsüber, ist das Wasser da drin noch kalt danach. Habe ich meinen Strohhalm, kann immer schön draus trinken. Und ich trinke auch irgendwie mehr, wenn ich aus meinem Stanley Cup trinke. Das macht mehr Spaß. Und da gibt es wirklich so viele Gadgets für. Ich habe zum Beispiel so eine Tasche, die könnt ihr so umschneiden. Ich fühle mich so ein bisschen so, als wäre das mein kleines Haustier. Guckt, dann schneidet ihr hier die Tasche so an euren Stanley dran. Und dann könnt ihr da Sachen reintun. Also ich mache hier meistens irgendwie meine Handcreme rein oder Lippenbalm. Hier, Handcreme seht ihr. Es sind auch ganz viele andere Sachen für irgendwie so Snackhalter und so. Müsst ihr mal gucken, das finde ich echt sehr, sehr cool. Und dann noch zwei Bücherempfehlungen für euch. Vielleicht kennen das jetzt schon ganz viele, ich bin ein bisschen late mit dem Trend. Die Bücher habe ich jetzt gelesen, die fand ich beide sehr gut. Das ist Teil 1 und Teil 2 von den Ends with Us. Und ich finde gerade für den Sommer sind das irgendwie schöne Bücher, die kann man so am Strand lesen und ich finde die Geschichte trotzdem halt spannend. Und jetzt habe ich mir noch was bestellt, Dark Elite, das ist auch eine Trilogie. Das Buch habe ich ja noch nicht, das kommt jetzt erst an, aber das sah auch sehr gut aus und... Das waren jetzt meine Bücherempfehlungen für den Sommer. Ich werde euch dann berichten, wie ich Dark Elite fand. Und falls ihr noch Bücherempfehlungen habt, gerne in die Kommis damit. Ich liebe Bücher lesen, dann können wir so ein bisschen gegenseitig Buchtipps geben. Ja, und das waren all meine Sommer-Favorites. Vielleicht war ja irgendwas für euch dabei. Schreibt mir gerne in die Kommis, falls ihr noch irgendwelche Sommer-Favorites habt, die ich noch nicht kenne. Und ich hoffe, ich kann euch so ein paar Inspo-Sachen geben für den Sommer. Und ja, das war's mit meinem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr freuen. Abonniert. Sehr gerne mal meinen Kanal, da verpasst du nichts mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!